So, und hier das nächste Tutorial, wie schon angekündigt, dieses Mal der Zauberstab und die Möglichkeiten, damit etwas freizustellen, beziehungsweise den Hintergrund zu entfernen oder transparent zu machen. Ganz am Anfang, falls ihr vorhabt, den Hintergrund transparent machen zu wollen, dann müsstet ihr hier mal auf die Ebene gehen. Die findet ihr hier rechts und dann mal mit Rechtsklick, wie schon gesagt, auch in den anderen Tutorials meinen Eiva-Kanal hinzufügen. Das heißt also, dass dann der Hintergrund auch transparent ist, wenn man ihn löscht. Den Zauberstab finden wir hier oben in diesem Werkzeugkasten. Es kann auch sein, dass dieses Zeichen eingeblendet ist, nach Farbe auswählen, je nachdem, was ihr als letztes benutzt habt. Wir wählen aber den Zauberstab oder ihr nehmt das Tastenkürzel U. Der Zauberstab funktioniert so ähnlich wie Auswahl nach Farbe, nur ist es so, dass der Zauberstab nur zusammenhängende Farben auswählt. Das heißt also, bei Auswahl nach Farbe, was wir im letzten Tutorial hatten, wird das ganze Bild immer in Betracht gezogen und beim Zauberstab eben nur zusammenhängende gleiche Farben oder ähnliche Farben. Wir probieren das einfach mal aus. Also ihr wählt den Zauberstab mal aus und jetzt könnt ihr hier oben auf Werkzeugeinstellungen gehen und wir haben hier noch verschiedene Möglichkeiten. Hier oben haben wir ja wieder schon wie bei den anderen Werkzeugen die Möglichkeiten im Auswahlen zu addieren oder zu subtrahieren, beziehungsweise funktioniert das eben auch mit Steuerung und Mausklick, beziehungsweise mit der Umschalttaste und Mausklick, wenn ihr Auswahlen zum Beispiel hinzufügen wollt. Das heißt, beim Zauberstab macht man das öfters, dass man dann mit der Umschalttaste, also mit der Hochstelltaste arbeitet und mehrere Farbbereiche, die es eben nicht auswählt, mit einem Klick eben noch dazu ja, addiert. Hier gibt es dann wieder die Möglichkeit der Kantenglättung, wie der Name schon sagt, dadurch werden die Auswahl ein bisschen runder und auch hier Kanten ausblenden. Dort kann man dann eben wieder mit diesem Radius arbeiten, wenn man das möchte. Transparente Bereiche auswählen heißt, wie schon der Name sagt, dass auch transparente Bereiche eben als Auswahl genommen werden können. Gibt es ja hier aber nicht, kann man also dementsprechend weglassen. Die Vereinigung prüfen, das ist, wenn man mehrere Ebenen in dem Bild hat, die so halbtransparent sind, dann kann man das anwählen. Trifft hier jetzt auch nicht zu, kann man also abwählen. Und diagonale Nachbarn heißt also, dass die Pixel, das sind ja kleine Vierecke, nicht nur ausgewählt werden, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Farbe haben und waagerecht oder horizontal nebeneinander liegen, sondern auch wenn sie diagonal, also nur mit der Ecke aneinander liegen. Das ist natürlich sehr kleinlich, sage ich mal. Ist vielleicht eher dann nützlich, wenn man wirklich ganz nah ranzoomt, dass man die Pixel wirklich schon sieht. Ansonsten sieht man das eigentlich kaum. Also ihr könnt es ausprobieren, ihr werdet hier aber kaum einen Unterschied sehen. Okay, Maske zeichnen bedeutet, dass ihr, wenn ihr mit gedrückter Maustaste dann arbeitet, eine Vorschau sieht, die dann bunt eingeblendet ist. Mehr ist es nicht, es ist nur eine Vorschau. Die Auswahl nach heißt im Prinzip, nach welchen Farben wird primär gesucht in den Farbtönen. Hier nimmt man im Normalfall zusammensetzen, dass eben generell alle Farben mit in Betracht gezogen werden. So, wir wählen also mal unseren Zauberstab aus und wir gehen mal davon aus, wir möchten diesen Kopf auswählen und ihn dann ausschneiden oder ihr wollt den Hintergrund auswählen und diesen entfernen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was kann das Werkzeug? Der Zauberstab ist natürlich dann besonders gut geeignet, wenn man sehr viele gleiche Farben hat. Das heißt, es ist natürlich von Vorteil, wenn ich sage, ich wähle mir den Hintergrund aus, weil er relativ gleichmäßig ist. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich lösche den Hintergrund oder ich invertiere die Auswahl, dass ich dann sozusagen die Auswahl auf den Kopf lege. Wenn er jetzt hier anfängt und diesen Kopf auswählt, mit Zauberstab kann man auch machen, ist aber eigentlich unnötige Arbeit, da wir ja einen gleichmäßigen Hintergrund haben und das kann man ja nutzen. So.
Wir drücken jetzt einfach mal mit der linken Maustaste in das Bild rein und wir sehen, dass wir hier noch einen Randturm haben. Das heißt also, der Zauberstab hat weiß ausgewählt, was zusammenhängt, noch ein bisschen grau und dann ist die Schwelle erreicht, wo er dann eben nicht weiter wählt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, diesen Schwellwert hochzusetzen und das zu probieren, ob er dann dieses Graue noch mitnimmt. Man muss natürlich schauen, dass alles funktioniert, dass er nicht zu weit reinspringt und die Farbbarriere zu weit sinkt und er dann zum Beispiel dieses Grau noch mitwählt. Wir machen den Schwellwert noch ein bisschen höher und versuchen das nochmal. Und jetzt sehen wir genau das, was ich gemeint habe. Jetzt sind zum Beispiel auch die Augen mit ausgewählt, weil eben der Schwellwert so hoch ist und die Toleranz somit größer wird. Das heißt, er hat nicht nur den weißen Hintergrund ausgewählt und dieses Hellgrau, sondern auch hier schon dieses Dunkelgrau. Dementsprechend müsste man den Schwellwert wieder zurücksetzen und nochmal anfangen. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr jetzt zum Beispiel mit der Steuerungstaste auch sagen, ihr wählt jetzt diese Bereiche unten, die ihr noch wählen wollt, extra nochmal aus. Mit der, nicht mit der Steuerungstaste, mit der Umschalttaste und versucht euch da dann eben ranzutasten. Da muss man ein bisschen probieren, wie es eben am besten funktioniert. Wenn ich jetzt den Schwellwert ein bisschen runtersetze und ich wähle das Weiß wieder aus, drücke jetzt Umschalt und wähle jetzt zum Beispiel diesen Bereich noch aus, sehen wir, dass das schon relativ perfekt ausgewählt ist. Jetzt sehen wir allerdings, dass wir hier wieder einen Bereich ausgewählt haben. Und wenn wir den nochmal wählen mit der Steuerungstaste, können wir diesen wieder entfernen sozusagen. Also man muss da immer mal ein bisschen probieren. Und wenn ich jetzt nochmal probiere, nochmal mit der Umschalttaste und den Schwellwert ein bisschen runtergesetzt habe, sehen wir, dass er die Auswahl fast perfekt genommen hat. Er hat jetzt hier dieses Weiß noch mitgenommen, das könnte man ja auch wieder herausnehmen aus der Auswahl, je nachdem. Also da einfach mal immer ein bisschen probieren. Und dann kann man sich dann eben durchklicken und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, entfernen, dann haben wir eben den Hintergrund entfernt. Und wenn wir auf Bearbeiten rückgängig gehen, dann könnt ihr aber auch zum Beispiel sagen, ihr invertiert die Auswahl über Auswahl invertieren, um eben den Kopf direkt auszuwählen. Das heißt also, es ist die Auswahl vom Hintergrund auf den Vordergrund gesprungen und dann habt ihr eben ja, die Auswahl umgekehrt, je nachdem, was ihr ausschneiden wollt, was ihr entfernen wollt. Ihr könnt ja die Auswahl dann auch kopieren, verschieben. Ihr könnt aber auch einfach zum Beispiel sagen, ihr macht mit dem Zauberstab den Hintergrund, die Hintergrundauswahl, nehmt es hier den Farbverlauf zum Beispiel und jetzt könnt ihr nur auf dem Hintergrund, weil ja dieser nur ausgewählt ist, zum Beispiel einen Farbverlauf drüber legen. Je nachdem, wie ihr das eben wollt. Hier gibt es dann die verschiedensten Auswahlen und wie man sieht, kann man jetzt hier, wie gesagt, im Hintergrund schön ohne viel Arbeit eben einen Hintergrund dahinterlegen und ja, in dem Sinne dann einfach ohne viel Arbeit das eben zu machen. Ich mache das mal wieder weg. Also ihr wisst, wie es gemeint ist, das heißt auch hier wieder das Hauptthema beim Freistellen oder Herausschneiden ist einfach eine Auswahl zu erzeugen und hier die Auswahl ganz einfach gesagt einfach nur über zusammenhängende gleiche oder ähnliche Farben, ganz einfach. So, das war es auch schon dazu und im nächsten Tutorial werde ich mal noch was Ähnliches zeigen, da geht es um die Schnellmaske, das hatte ich ja im ersten Tutorial schon mal angeschnitten, ganz kurz. Mit dieser können wir auch Auswahlen machen und zwar auch relativ gut und übersichtlich. Das aber dann im nächsten Tutorial.